willkommen bei einer neuen Folge Interview-TV. Haben Sie schon mal was von Debattieren gehört? Nein? Dann kommt dieser Beitrag genau richtig. Denn wir stellen Ihnen die Jugenddebattier-AG des LMGs vor. Viel Spaß! Also wir sind zu Jugenddebattiert über unseren Deutschunterricht gekommen. Dort haben wir im Unterricht quasi Debatten geführt. Allerdings waren diese nicht so ausführlich, weshalb wir uns halt gedacht haben, gehen wir mal zu Jugenddebattiert und kann man das halt ausführlicher machen, weil wir halt Spaß an sowas haben. Dort recherchiert man für Debatten, die man dann natürlich führt, deswegen heißt es ja Jugenddebattiert. Man begleitet aber unter anderem manchmal auch andere Leute auf Wettkämpfe, die es gibt, also Wettkämpfe, dort debattiert man halt und kommt immer Runden weiter. Also was mir persönlich sehr viel Spaß an Jugenddebattiert macht, ist zum einen das Recherchieren über das Thema, über das dann debattiert werden soll, weil da manchmal so Facetten auftauchen, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie damit zu tun haben. Und des Weiteren die Debatte selbst natürlich. Ich finde es nämlich sehr interessant, immer so sozusagen gegen anzugehen, wenn andere Leute Argumente geben, um ihre Meinung zu unterlegen. Ja, bei mir ist das ungefähr dasselbe, wobei ich das Debattieren an sich meistens noch interessanter finde als das Recherchieren, weil man da dann manchmal auch einfach auf Ideen kommt während des Debattierens, die man dann bei dem Recherchieren außer Acht gelassen hat und die dann noch versucht einzubringen und das dann manchmal halt besser wird, als es eigentlich geplant war. Ja, dass Jugenddebattiert was ganz Gewinnbringendes für Schule und Schüler sein kann, das hat hier vor ein paar Jahren Steffen Münster entdeckt und dieses Konzept an das LMG geholt. Hier hat es sich erst als AG etabliert und damit wir an Wettbewerben auch hier in der Region und national teilnehmen können, ist es letztendlich auch in den Unterricht eingeflossen und wird in den Fächern Deutsch und WIPO und Geschichte und Erdkunde hauptsächlich unterrichtet. Man debattiert über Fragestellungen, die die Schüler wirklich interessieren. Und das können Fragen sein, wie soll die deutsche Bundeswehr zu einer reinen Verteidigungsarmee werden? Sollen Handys an Schulen komplett abgeschafft werden? Alles, was Schüler interessiert und was die Veränderung eines Ist-Zustandes beinhaltet. Okay, warum ist Jugenddebattiert eigentlich so toll? Es gibt ganz viele Gründe, die aus unserer Sicht dafür sprechen, sich mit Jugenddebattiert näher auseinanderzusetzen. Zum Ersten natürlich gibt es Schülern die Möglichkeit, sich sowohl im Bereich Sprachkompetenz als auch im Bereich Selbstkompetenz zu verbessern, schlagfertiger zu werden in Gesprächen, mit anderen Überzeugungsarbeit zu leisten, mit Eltern, mit Freunden, aber natürlich auch im unterrichtlichen Kontext. Das ist ein ganz großer Punkt, der für Jugenddebattiert spricht. Ein zweiter großer Punkt ist die Auseinandersetzung mit spannenden Themen, die an Schülerinteressen anknüpfen und das führt im Grunde zum dritten Punkt, die nicht nur spezifisch für den Bereich Schule gelten, sondern die im Grunde an der Grenze, am Übergang zwischen Schule und Alltag, zwischen Lebenswirklichkeit der Schüler gelagert sind. Bleibt noch offen die Frage, wie sieht so eine Debatte überhaupt aus und wie sieht die Debatte unter dem Konzept Jugenddebattiert aus? Während es im Alltag ja ganz oft darum geht, eine Einigung zu erzielen und sich im Hinblick auf bestimmte Streitfragen zu einigen, geht es in der Debatte gerade nicht darum. Die Debatte ist ein kultiviertes Streitgespräch, bei der es vor allen Dingen darum geht, die eigene Position zu verteidigen und argumentativ gegen die Position der Gegenseite zu vertreten. Genau das wird im Unterricht und wird auch in der AG trainiert, an verschiedenen Stellen der Debatte, die in der Regel etwa 24 Minuten dauert und ganz starke Regeln hat, denen sie folgt. Da wird an einzelnen Stellen gearbeitet. Wir greifen uns verschiedene Phasen aus einer Debatte heraus, um mit den Schülern daran zu trainieren und ihre Fähigkeiten im Hinblick auf diese einzelnen Bereiche zu verbessern. Genau. Und das passiert nicht nur in so einem schulischen System, sondern durch ganz viele verschiedene, auch spielerische Elemente. Man arbeitet zum Beispiel mit Rollenspielen, man verfasst zum Beispiel Unsinnsreden, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen,
dass man letztendlich auch fremde Positionen verkaufen muss oder ein Schwamm zur tollsten Erfindung der Welt deklariert. Genau, und wer vielleicht ein bisschen neugierig geworden ist und vielleicht Lust hat, sich das genauer anzugucken, der ist herzlich willkommen in der AG.